In diesem riesigen Saal von 110 Meter Länge stellen wir Schläuche aller Art her. So zum Beispiel Pressluftschläuche, Kordschläuche, Autogenschläuche, Gartenschläuche, Schädlingsbekämpfungsschläuche und so weiter. Sämtliche Schläuche werden in Rollen von 40 Meter Länge angefertigt. Wie der Aufbau eines Schlauches vor sich geht, wollen wir ihn nun in seiner genauen Reihenfolge zeigen. Bitte treten Sie etwas näher heran, damit ich Ihnen die Spritzmaschine zeigen kann. Oben wird die vorgewärmte Gummipuppe in den Fülltrichter eingeführt und unten kommt sie als nahtlos gespritzte Schlauchseele heraus. Das sieht verblüffend einfach aus, nicht wahr? Aber das ist nur der erste Schritt. Jetzt beginnt die wirkliche Arbeit und zwar mit der folgenden Konfektionierung. Nun wird die Schlauchseele mit einer Gummilösung umhüllt und diese mit einer Lage Kordfäden umwickelt. Hier in Linkswicklung. Nach der zweiten Gummierung folgt eine Rechtswicklung. Diese Kordwicklung gewährleistet die hohe Flexibilität des Schlauches, seine Biegsamkeit. Andere Schläuche, wie zum Beispiel die Kontinentalgarantieschläuche, werden mit Vollgewebeeinlagen ausgerüstet. Auf dieser Maschine wird der 40 Meter lange Gewebestreifen in einem einzigen Arbeitsgang in voller Länge gewickelt. Auf diese Einlagen, gleich ob sie aus Vollgewebe oder Kordgeflecht bestehen, wird nun in einer anderen Spritzmaschine der Außengummi aufgespritzt. Damit ist der Aufbau des Schlauches beendet. Nun folgt die Vulkanisation. In diesem 40 Meter langen Heizkessel geht die Vulkanisation vor sich. Sie macht die Schläuche nunmehr elastisch und haltbar. Abschließend prüfen die Augen und Hände dieses Mannes noch einmal auf seine äußere Beschaffenheit. In Ordnung. Sehen Sie, alle Lagen sind gleichmäßig verteilt. Je nach Konfektion werden die Schläuche bestimmten Druckprüfungen unterworfen. Höchstdruckschläuche erreichen eine Druckfestigkeit bis über 1000 Atmosphären. Wetten, dass dieser Schlauch sogar noch mehr aushält? Elfhundert, 1200 und noch mehr. Damit hat er bewiesen, dass er den Druckanforderungen auf jeden Fall entspricht. Wie alle diese Schläuche für die verschiedensten Verwendungszwecke. Ganz kleine von nur 3 mm innerem Durchmesser bis zu diesem gigantischen Baggerschlauch von über einem Meter Durchmesser. Ist das nicht imponierend? Ohne Zweifel eine großartige Leistung. Aber die Produktion unserer Abteilung kann sich auch sehen lassen, nämlich die Herstellung von Gummibelag. Viele tausende Kilometer Fußböden bedecken wir bereits mit Kontinental-Gummibelag. Sie wissen doch, Fußbodenbelag aus Gummi, wie auch aus Florbest, ist geräuschdämpfend und deshalb wohltuend für die Nerven. Gegen Temperaturschwankungen sind beide völlig unempfindlich. In großen Räumen wird der Echoschall vermieden. Mit Kontinental-Gummifußboden und Florbest kann der Innenarchitekt besonders harmonische Wirkungen erzielen. Die verschiedensten Farbtöne und Muster stehen ihm zur Verfügung. Sieht das nicht herrlich aus? Auch der Speiseraum unserer Großkantine im Werk Stöcken ist mit Gummi ausgelegt. In solch schöner Umgebung schmeckt das Essen nochmal so gut. Übrigens ist auch die Kantine vorbildlich eingerichtet. Dieses gleitende Speiseband erinnert schon wieder an einen sehr bedeutenden Herstellungszweig der Continental. Nämlich an Transportbänder, die wir Ihnen als letztes zeigen. Die Gummiaufbereitung ist Ihnen ja noch von der Reifenherstellung bekannt.
Deshalb können wir mitten in diese interessante Fabrikation überleiten. Das Rohgewebe, das wir vorher auf Zerreißfestigkeit und Dehnung prüften, erhält im Kalander eine Gummierung. Transportbänder bestehen bekanntlich aus mehreren Gewebelagen, die durch den im Kalander aufgebrachten Gummi zusammengehalten werden. Hier wird die zweite Lage auf die erste gelegt. Jetzt kommt die dritte Lage darauf. Leinentücher verhindern das Zusammenkleben der gummierten Lagen. So können bis zu 14 gummierte Gewebelagen übereinander gelegt werden, je nachdem, wie es der Verwendungszweck des Bandes erfordert. Hier sehen Sie die mit jeder neuen Lage anwachsende Geweberolle. Nun wird das Gummigewebe, das Sie eben sahen, mit der Deckplatte vereint, die den Gewebekern vor Beschädigungen schützt. Beides wird in dieser Größe Europas vulkanisiert. Vor dem Schließen der Presse recken wir das Band, damit es gerade zu liegen kommt und sich später in Gebrauch mäßig dehnen kann. Transportbänder werden bis zu einer Breite von 2800 mm hergestellt. Sie haben große Anwendungsgebiete. Überall, wo Massengüter befördert werden müssen, leistet das Transportband wertvolle Dienste. Im Bergbau sind sie besonders schweren Anforderungen ausgesetzt. Aber auch in der Lebensmittelindustrie, wie hier bei der Margarineherstellung, rollen Kontinentaltransportbänder. Hier müssen sie gegen Öle und Fette besonders unempfindlich sein und außerdem den Vorschriften des Lebensmittelschutzgesetzes entsprechen. So stellt jedes einzelne Transportband immer wieder neue Anforderungen und die vielseitigsten Probleme tauchen auf. Im Konstruktionsbüro der Continental werden Sie von einem Stab erfahrenster Ingenieure gelöst. Hier werden auch die vielen technischen Voraussetzungen für alle anderen Fabrikationsmethoden erdacht. Und das sind mitunter sehr knifflige Sachen. Was hier geplant wurde, setzt die eigene Maschinenfabrik in die Wirklichkeit um. Diese Männer stellen beispielsweise die Pressformen für die verschiedenartigsten Gummiartikel her. Diese Präzisionsarbeit findet ihre höchste Vollendung in den Pressformen für die Continental-Reifen. Continental-Reifen sind ein Wert- und Weltbegriff. Continental-Reifen machten Geschichte. Damals wie heute. Ein Werk aus Tradition schöpfend und dem Fortschritt zugewandt. Die Continental.